In den nächsten Tagen zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Höchste Zeit also, den eigenen Garten auf Vordermann zu bringen. Wer zwar einen grünen Daumen hat, aber noch ein paar Ideen braucht, lässt sich an den Giardina in Zürich inspirieren. Die grösste Gartenbaumesse der Schweiz öffnet am Mittwoch ihre Tore. Auch unsere Region ist dieses Jahr in Zürich vertreten. Der Stand von Jardin Suisse wird nämlich von Ostschweizer Lehrlingen gebaut. Die TVO war bei den Aufbauarbeiten dabei gewesen. Für einmal steht die Ostschweiz im Rampenlicht, und zwar an der Giardina, der bedeutendsten Schweizer Messe zum Thema Garten. Im Auftrag von Jardin Suisse, einem Unternehmerverband der Gärtner, gestaltet Ostschweizer Lehrling zur Zeit den Stand für die Messe, der nächsten Mittwoch aufgeht. Und so soll dann mal aussehen, der Stand mit dem Namen Bluebells. Dass Ostschweizer Lehrlinge den Stand für den Schweizer Verband bauen dürfen, sei eine Ehre und eine gute Plattform, um den Beruf des Landschaftsgärtners zu präsentieren. Ja, mit dem zeigen wir an, dass eben die Lehrlinge eben in ihrem Wissensstand schon weit sind. Sie können breit bauen. Der Landschaftsgärtner ist breit geworden. Der Landschaftsgärtner kann Holz umgehen, kann mit Metall umgehen, kann mit Pflanzen umgehen. Vom Lehrlingsmangel ist die Branche in den letzten Jahren verschont geblieben. Es zeichnet sich aber ab, dass man in Zukunft auch hier mehr um Nachwuchs poolen muss. Es ist so, es ist ein Hype, der Beruf hat relativ viele Lehrlinge gehabt. Hat wirklich begehrt gewesen, ist ein trendiger Beruf, außer wie der Landschaftsbau zu sagen. Es sind zwei parallele Berufe, die ähnlich sind und die sind recht begehrt. Aber es wird weniger geben, das ist so. Vor allem die Frauenquote, sie gibt es tief. Wir sind jetzt nicht so viele Mädchen in der Klasse. Wir sind jetzt ein Mädchen ist noch mit mir und dann haben wir noch zwei Zusätzlerinnen. Aber ja, es ist nicht so schlimm, also von dem her. Es sei für junge Frauen aber nicht immer einfach, in dieser von Männern dominierten Branche. Ja, es ist manchmal schwer und halt auch die dummen Sprüche ist halt einmal, aber man kommt gut durch. Was den Messestand betrifft, scheint die Zusammenarbeit aber schon mal bestens zu fruchten. Aber am nächsten Mittwoch kann man ihn in voller Pracht besichtigen. Der Stand, der übrigens nicht nur von Ostschweizer, sondern auch ausschließlich mit Ostschweizer Material gebaut wird. So viel News aus der Region. Nach dem Wetter zeigen wir Ihnen abwechslungsweise eine Zusammenfassung der Verleihung vom Unternehmerpreis Prix SVC und die darauf folgende Stunde die Sendung Tierisch. Und am 20. vor kommt, wie immer am Sonntag, die Praxis Gesundheit. Heute mit einem Thema, das vor allem Frauen interessiert. Es geht um die Mammographie. Alle Infos zu unserem Programm finden Sie auch auf unserer Homepage www.tvo-online.ch. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen einen spannenden Fernsehabend und einen guten Start in die neue Woche. Ade miteinander.